Dann mache ich gleich noch die Klappe hier. Das ist ja geklappt. Muss man was vom Klappe? Ja, wenn wir soweit fertig sein, wird der ganz richtig geklappt, wenn man einen Schnack ist. Dann muss der flach aufstehen und dann wird er mit der flachen Seite wird er nochmal richtig und dann wird geklappt. Damit die Weite auch möglichst gleich breit sei, damit die nicht unterschiedlich hoch stehen, sonst scheuern die sich dort durch. Und so ist eine Fläche. Mhm. Das Beispiel Schlageisen in Aktion. Katja, verkackeier das noch einmal, nicht, dass das ein verkehrter Hals geht. So, dann sieht das so aus. Sehr gut. Und dann ist der stabil. Mhm. Dann kann man sich auch herinstellen, ohne dass was passiert. Und kann man da noch Henkel nachtrinken? Da kommen noch Henkel. Die Henkel kommen als letztes. Das hat den Grund, weil wenn man die Henkel erst umhält, kann man den in der Glocke. Oh ja. Deswegen zu allerletzt, die Henkel. So, und der Kranz, der ist wichtig, damit der Bohrer geschont ist. Weil sonst scheuert er sich hier ruckzuck durch und dann fällt er auseinander. Und den kann man, der geht als erstes immer kaputt und der wird halt einmal leicht erneuert. Kann man das nachträglich nochmal machen? Das kann man nochmal nachträglich erneuern. So, und das ist so eine Art Kartoffelkopf von der Größe. Mhm. Das ist so ungefähr die Größe für ein Viertel Zentner Kartoffel. 4 Säcke voll. Diese Güte ist ein Zentner genau. Da konnten die früher schon als Maßeinheit, wussten die schon, 4 Körbvoll ist ein Sack, ist ein Zentner. Sehr gut. Das sind doch Informationen, die der Mensch braucht. Flach. Gut, du kommst auch mal mit drauf. Du hast mich hierher geholt. Dann musst du auch mit drauf. Guck, nur mal, dass das nochmal richtig auch nach unten hier reingeklappt wird, wo es möglich ist. Wissen wir, das, was hier übersteht, versucht man nochmal. Nochmal nach unten gucken, dann wird das flach. Bitte schön. Wir müssen aber immer mit der Hand noch messen, aber auch immer auf die Finger aufpassen. Wenn es lautlos ist, waren es die Finger. Ja. Das dann, wenn du dann fertig bist, dann nimmst du doch nochmal die Schere und schneidest das noch ab, weil wenn man den benutzt, bleibt man immer hängen. Reißt sich, verletzt sich oder reißt die Klamotte kaputt. Sag mal was du so machst. Ich sei fertig. Mit der Nerven. Mit der Nerven sowieso. Muss man nur noch zur Sommerklappe und dann Henkel noch drauf, dann sei mal. Dann ist das die Premiere. Ein englischer Korb. Weil ist ein bisschen scharf dran. Was heißt englischer Korb? Ja, scharf ist Englisch, ein englisches Modell. Ach so. Der erste Korb, der ist perfekt für den ersten. Guck zu meiner, der war schleichtig. Nee. Und das kleine Kerbchen, das wird für Blombedippchen. So, es wird Eierkerbchen, gell? Das wird, glaube ich, weiter. Das wird, was ich alles schwätzen soll. Ja, was du so machst? Aber jetzt machen wir hey, den Kranz für den Bauern. Der Kranz für den Bauern. Jawohl. Die Umrandung für den Boden. Genau, wo er drauf steht. Genau. Wo drauf steht, sonst fällt er ja ihm. Ja. So ungefähr. Wenn das da gleichmäßig ist, dann geht das auch noch weiter nach vorne. Das ist eine Fläche. Ja. Wenn das vier haben oder drei? Da sind die Dinger auch stabil wie noch was. Ach, da schon. Und da muss ich nur noch mal gucken, der so ganz gleichmäßig ist er auch noch nicht. Obwohl, da steht auch noch nicht ganz. Das ist auch nicht.
So, dann machen wir dann fehlen nur noch die Hänge. So. Aber die macht er heute nicht mehr, ne? Die Hänge wissen wir noch nicht, ob wir die noch machen.